Panasonic Chronicle Convention natürlich hier benutzt, um auch eine neue Linse vorzustellen. Und zwar haben wir jetzt hier einen dreifach optischen Zoom und der geht schon ab 12 mm los. Das muss man natürlich umrechnen, weil wir haben ja keinen Vollformatsensor bei den Panasonic Kameras meistens drin. Aber hier seht ihr schon die Panasonic Lumix G-Vario 1260 mm, die auch FS1260 einfach heißt. Um es einfach zu halten, heißt, ihr könnt schon sehen, wir haben hier von 12 mm bis 60 mm die Möglichkeit, dreifach optisch zu zoomen. Das Ganze schaut wirklich sehr schön aus, von vorne auch, und ist vor allem schön leicht gehalten und macht Spaß hier zu benutzen. Also hier kann ich mal euch den Zoom demonstrieren, wo die Linse schön, ich mach's mal so, dass ein bisschen Licht auch reinfällt, sich bewegt, beziehungsweise von der Seite, ja, am besten so. Also sie geht ungefähr doppelt so weit raus. Natürlich auch hier wieder Spritzwasserschutz und alles mit dabei. Also eure Kamera wird auch bei leichtem Regen nicht kaputt gehen und die Linse sowieso nicht. Preis kann ich jetzt zu der Linse zwar nicht nennen, aber auf jeden Fall werde ich die gerne mal ausprobieren. Vor allem, weil der Brennpunkt und der Lichtwert auch relativ gut sind. Und dann hier natürlich von der Rückseite sieht man auch schon noch die wunderschöne Technik, wie sie da drin ist. Und hier meistens dann doch hoffentlich unter Verschluss bleibt, wenn sie nicht im Einsatz ist. Das war nur ein ganz kurzer Überblick zu dieser schönen Kit-Linse, die man jetzt optional auch zu den meisten Kameras mit dazu bestellen kann. Die 1260er. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Mein Name ist Balázs Gál und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren für weitere coole Videos aus dem Technikbereich.